Was ich mitgebracht habe, sind weniger die Schülervorstellungen, sondern mehr die Ideen und praktischen Erfahrungen, die ich im Laufe der Jahre, was jetzt mittlerweile 7 Jahre sind, im und um dieses Schülerlabor für Informatik herum gesammelt habe und was ich glaube, was sich mit Sicherheit auch an den ein oder anderen Standort sehr gut transferieren lässt. Also mein Titel, spannende Ideen, das Spannende mit ein bisschen Fragezeichen, weil das werden Sie nachher entscheiden, ob Sie die auch spannend finden. Ich finde sie auf jeden Fall spannend und möchte sie gerne hier vorstellen. Was ich vorhabe, ich gebe erstmal so ein bisschen eine Einführung und den Kontext. Nicht jeder war vielleicht schon mal in einem Schülerlabor und vielleicht auch nicht unbedingt zur Informatik. Es gibt nämlich in Deutschland relativ viele Schülerlabore im naturwissenschaftlichen Bereich. Die der Informatik kann man aber noch so an 1, 2 Händen abzählen. Da muss ich also noch ein bisschen was tun, vielleicht in den nächsten Jahren. Und dann habe ich verschiedene Einstiege mitgebracht. Wir starten mittlerweile sogar schon in der Grundschule mit ersten Informatik-Workshops. Die sind, man hat es eben schon gehört, teilweise unplugged. Dieses unplugged bedeutet ohne Informatiksystem, also Computer, Tablet, Smartphone, Roboter, was auch immer. Aber teilweise natürlich auch mit, die möchte ich gerne vorstellen. Und genauso haben wir Ansätze für Einsteiger auch in der Unter- und Mittelstufe, denn auch da gibt es ja viele Kinder und Jugendliche, die noch gar keine Informatik- oder Programmiererfahrung mitbringen, wenn sie zu uns kommen. Und am Ende möchte ich gerne noch die Erfahrungen, die wir in Aachen in den Projekten, die wir machen, gesammelt haben, weitergeben und einen kleinen Ausblick zum Schluss. Wir haben eben gesehen, wir haben reichlich Zeit. Also wenn Sie zwischendurch Fragen haben, melden Sie sich gerne, unterbrechen Sie mich gerne. Ansonsten diskutieren wir natürlich auch alles gern zum Schluss des Vortrags. Starten würde ich jetzt mit der kleinen Einführung bzw. dem Kontext. Über die Motivation haben wir heute Morgen schon ein bisschen was gehört. Wir gehen mit derselben Motivation ran. Es geht uns nicht darum, professionelle Programmiererinnen und Programmierer zu schaffen, sondern es geht uns darum, Kinder und Jugendliche, und zwar alle Kinder und Jugendliche, auch aller Schulformen, aller Klassenstufen, wobei man da sagen muss, wir starten in der Regel mit Klassen ab der 3. Klasse. Das liegt einfach daran, weil die Kinder dann schon ein bisschen lesen und schreiben können. Das macht es dann in den Workshops ein bisschen einfacher. Ja, die Motivation, die wir haben, es gibt in Deutschland gefühlt ewig, solange ich mich erinnern kann, immer die Diskussion, was machen wir mit der Informatik? In vielen Bundesländern ist es kein Fach oder kein Pflichtfach. Ich selber komme eben aus Nordrhein-Westfalen. Ich sage gleich noch ein bisschen was dazu, wie das bei uns aussieht. Auf jeden Fall gibt es in allen Bundesländern immer die Diskussion, wie stark wollen wir denn die Informatik oder auch mit anderen Titeln in den Schulen drin haben. Da gibt es viele verschiedene Aussagen. Mal ist die Politik sehr dafür, mal dagegen. So haben wir in NRW eine neue Landesregierung, die zumindest auf dem Papier Schritte in die Richtung macht. Ob es dann in Wirklichkeit auch so sein wird, werden wir sehen. Und so äußern sich eigentlich alle Parteien in einem gewissen Maße dafür, was aber nicht heißt, dass dafür Gelder, Fortbildungen, Material oder auch nur Zeit in der Stundentafel bereitgesetzt wird. Was für uns aber auch eine der großen Motivationen ist, ist einfach die Sicht der Kinder und Jugendlichen. Also die Kinder und Jugendlichen wachsen mit den Geräten auf. Es ist einfach so, das kann man nicht mehr verleugnen. Und sie haben auch Interesse daran. Also es gibt jährliche Untersuchungen, die Kinder befragen danach, woran sie denn Interesse haben. Das ist jetzt eine von 2016 und man sieht, dass auf Platz 3 da schon das Smartphone ist, auf Platz 5 und 6 Internet, Computer, Konsolenspiele. Also im Alltag der Kinder und Jugendlichen ist es angekommen, dabei hauptsächlich im privaten Alltag und eben noch nicht in der Schule. Also was ist unsere Ausgangslage, womit starte ich? Ich habe ein paar Fragen mitgebracht, das stand auch so im Abstract. Also irgendeinen Einstieg in die Informatik wollen wir machen, aber wollen wir das jetzt lieber früher, lieber später? Soll es denn in der Schule passieren oder außerhalb, also an einem außerschulischen Lernort, wie zum Beispiel einem Schülerlabor? Wollen wir das mit oder ohne Informatiksystem? Informatiksystem meint hier alles, also Computer, Laptops, Tablets, Smartphones, was immer gerade im Raum ist. Mikrocontroller können auch dazu gehören. Oder will man es lieber mit Papier und Bleistift? Für beides gibt es Argumente, gehe ich auch gleich ein bisschen näher drauf ein. Wovon ich hier erstmal ausgehe, ist, dass wir wollen, dass wirklich jede Schülerin und jeder Schüler in Kontakt mit dem Fach kommt. Das heißt, wie gesagt, nicht, dass alle professionelle Informatikerinnen und Informatiker werden müssen, auch wenn wir davon noch ein paar mehr gebrauchen könnten, aber einfach für sich eine Vorstellung davon bekommen, was macht dieses Fach überhaupt aus
um dann zu entscheiden, ist es was für mich persönlich oder eben eher nicht. Und die zweite These ist, dass zu dieser informatischen Bildung auch Programmiererfahrung dazugehört. Wir hatten eben schon ein bisschen die Diskussion Medienbildung, Informatik. Kommt gleich auch noch eine Folie zu, denn für uns ist das ein Gesamtpaket, was wir gerne vermitteln wollen. Ich habe es schon angesprochen, verschiedene Bundesländer haben verschiedene Bildungssysteme. Wir haben in Deutschland die besondere Situation, dass wir gleich 16 davon haben. Die Karte ist leider nicht mehr ganz aktuell. Wir sind gerade dabei, sie nochmal aufzufrischen. Ich befürchte aber, allzu viel hat sich noch nicht getan. Also es gibt Bundesländer, die sind ein bisschen intensiver, ein bisschen weiter. Das ist hier jetzt natürlich auch sehr verallgemeinert. Das gilt nämlich auch da leider nicht für alle Schulformen, sodass alle Schülerinnen und Schüler in diesen Kontakt kommen, aber doch in einigen mehr oder weniger. Es gibt aber auch Bundesländer, die da noch sehr zurückhaltend sind, was schulische Informatikausbildung angeht. Jetzt die versprochene Diskussion und Folie. Ich habe in den letzten Jahren mehrfach auch an Workshops teilgenommen, die sich genau dieser Diskussion gestellt haben. Was wollen wir denn in der Schule? Was müssen denn Kinder und Jugendliche lernen? Ist es die Medienbildung, Medienpädagogik oder ist es die Informatik? Beziehungsweise wie viel von beidem ist es? Und ich persönlich sehe es eben nicht als zwei Richtungen, sondern ich sehe es als eine Möglichkeit, zwei Sachen zu verbinden. Es gibt dazu, wer davon schon mal gehört hat, vielleicht das Dachstuhldreieck. Das ist ein Ort in Deutschland, wo diese Diskussionen zumindest für mich damals den Anfang genommen haben und wir uns dann auf ein Modell geeinigt haben, wo beide Begriffe nicht drin vorkommen, sondern man sich einfach auf verschiedene Perspektiven einigt, was die Kinder und Jugendlichen erwerben sollen. Das heißt, im Schluss ist es kein Entweder-Oder, sondern ein gemeinsames. Und es hat in Dachstuhl dann den Titel Digitale Bildung bekommen. Da lässt sich auch sehr drüber streiten. Der Ausgangspunkt war einfach, dass das das Wort ist, was die Politik beherrscht und in den KMK-Vorgaben benutzt wird und wir uns also deswegen erstmal auf diese Vokabel geeinigt haben. Ja, wie soll das Ganze jetzt wirklich praktisch umgesetzt werden? Was ist unser Konzept? Wir sind also ein außerschulischer Lernort, das heißt, es ist ein ehemaliger Seminarraum an der Universität in Aachen, der zu einem Schülerlabor jetzt umgebaut wurde. Und was wir da anbieten, sind 32 verschiedene Module, so nennen wir das. Das sind Workshops für Kinder und Jugendliche von der dritten Klasse, die natürlich noch gar keine Vorerfahrung in Informatik haben, bis zum Informatik-Leistungskurs, der kurz vorm Abitur steht, ist für alle Gruppen da entsprechend etwas dabei. Wie wird das organisiert? Wir richten das von der Universität aus. Das heißt allerdings lange nicht, dass die Universität das finanziert. Da darf man sich nicht in die Irre leiten lassen. Von der Universität bereitgestellt wird eben ein Raum, finanziert wird es aber komplett über Sponsoren. Das sind IT-Firmen der Region, es sind manchmal auch große Firmen wie Google oder so, die da entsprechend Förderungen reinstecken, die man sich leider auch immer jedes Jahr bewerben muss und einsammeln. Aber von diesen Fördergeldern werden Hiwis bezahlt. Hiwis sind bei uns studentische Hilfskräfte. Das heißt, dieses Schülerlabor hat nicht nur den Sinn und Zweck, Kinder und Jugendliche für die Informatik zu gewinnen und zu informieren, sondern auch unsere Lehramtsstudierenden an der Universität direkt in die Praxis zu werfen. Also die bekommen schon während des Studiums ganz viele Möglichkeiten und Chancen, sich als Lehrkraft vor einer Gruppe Schülerinnen und Schüler zu beweisen. Also die Studierenden bei uns haben ganz viele dieser Workshops mit ausgearbeitet. Das sind Bachelor-, Masterarbeiten, Seminararbeiten und führen diese Workshops eben entsprechend mit mir gemeinsam dann auch mit Kindern und Jugendlichen durch. Kindern und Jugendlichen heißt in zwei Richtungen. Wir laden einmal ganze Schulklassen ein, die mit ihren Lehrkräften zu uns an die Uni kommen und dort einen Tag verbringen. Das ist so die Schiene der Breitenförderung. Das sind natürlich ganze Schulklassen. Da ist nicht jeder von der Informatik begeistert. Da sind auch viele dabei, die noch gar keine Erfahrung damit haben. Also die werden erstmal alle eingeladen. Und für diejenigen, die dann so ein bisschen Lust bekommen haben, Interesse, die können dann in den Ferien nachmittags, wir bieten zum Beispiel 14-tägig eine AG an, Feriencamps, können die uns dann nochmal besuchen kommen und sich selber weiter da rein in die Informatik stürzen. Ja, und das Ziel ist, und das hat was mit meiner Promotion zu tun, denn in diesem Rahmen habe ich das Ganze aufgebaut, dass wir natürlich Spaß und Begeisterung an der Informatik vermitteln wollen, das ist klar, aber eben auch ein realistisches Bild schaffen. Hintergrund ist ein bisschen, dass wir Kinder und Jugendliche darauf vorbereiten wollen, was auch im Studium, in einer Ausbildung, wenn sie sich dann für die Informatik entscheiden, auf sie zukommt. Das betrifft aber eher die ältere Jahrgangsstufe.
hier geht es jetzt vor allen Dingen um die jüngeren Kinder, für die es entsprechend Einstiege gibt, wie sie das allererste Mal Kontakt mit der Informatik bekommen können. Das Wort ist schon gefallen, es gibt zwei grundsätzliche Möglichkeiten. Man kann das einmal plugged, also mit einem Informatiksystem machen. Das ist das, was einem vielleicht auch als erstes einfällt, wenn man darüber nachdenkt. Man kann das Ganze aber auch unplugged machen. Da gibt es ganz viele tolle Materialien, mit denen man das machen kann. Und mit diesem Zweig möchte ich jetzt entsprechend auch starten. Ja, unplugged, das Grundkonzept davon wurde eben schon genannt. Das heißt Computer Science Unplugged. Das gibt es schon seit einigen Jahren. Und als wir 2010 gegründet haben, haben wir uns da auch einiges abgeguckt. Also wer daran Interesse hat, kann man diesem Link sehr gut folgen. Da findet man wahnsinnig viele tolle Ideen, wie man mit Grundschulkindern, mit ganz alltäglichen Materialien, also wirklich Papier, Stifte, Schere, Kleber, in der Region reden wir da vielleicht noch ein bisschen Pappe und Sand, aber verschiedene Sachen machen kann. Und was wir zum Beispiel daraus gemacht haben, das sieht man auf dem obersten Bild, das sind einfach Papprollen, in denen verschiedene Mengen Sand sind, die also unterschiedlich schwer sind und die dann mit einer Balkenwaage in eine sortierte Reihenfolge gebracht werden können. Und worum es da zum Beispiel geht, ist, dass die Kinder einfach ein strukturiertes Vorgehen an den Tag legen. Es gibt Kinder, die setzen erstmal wahllos Rollen auf die Waage und fangen dann an, wild zu sortieren. Andere Kinder denken vielleicht schon ein bisschen drüber nach, sich erstmal die leichteste oder schwerste zu suchen. Und so gehen die Kinder praktisch ganz intuitiv schon verschiedene Sortieralgorithmen durch. Und da geht es vor allen Dingen auch so um die Teamarbeit. Wie kann man diese 10 unterschiedlich schweren Rollen möglichst schnell in die richtige Reihenfolge bringen. Beim Thema Kryptologie findet man auch wahnsinnig viele Ansätze, das Ganze erstmal ohne einen Computer umzusetzen. Was ganz Einfaches, was jeder Schüler auch kennt, ist zum Beispiel der Tintenkiller und die Tinte. Wenn man also mit dem Tintenkiller auf ein Löschpapier schreibt und später dann mit Tinte drüber geht, wird halt die Geheimbotschaft, die jemand da hinterlassen hat, sichtbar. Also mit ganz einfachen Materialien. Das letzte Bild beschreibt einfach Alltagsgegenstände, wobei ich gar nicht weiß, ob der Gameboy in dieser Form für die Kinder noch Alltag ist. Aber das können Bücher sein, das kann irgendetwas sein und die Kinder packen entsprechend einen Rucksack für die Klassenfahrt, ist das Szenario. Und müssen auch da strategisch vorgehen, dass man eben nicht die Gewichtsschranke überschreitet. Man möchte sich ja nicht totschleppen, sondern da verschiedene Gegenstände, die man gerne mitnehmen möchte, optimiert in diesem Rucksack zusammenpackt. Wir haben in NRW seit mittlerweile 2 Jahren ein bundeslandweites Projekt ins Leben gerufen, wo auch das Ministerium mal gesagt hat, wir wagen mal einen Schritt, das nennt sich Informatik an Grundschulen. Wir sind mit 3 Standorten zusammen, wir von der RWTH Aachen mit den Universitäten in Paderborn und Wuppertal und haben mit Grundschullehrkräften gemeinsam Material entwickelt. Auch dieses Material, das war Vorgabe des Ministeriums, funktioniert komplett unplugged, also komplett ohne Informatiksystem, hat fürs Ministerium natürlich auch den Vorteil, dass die Schulen danach nicht fordern können, dass sie eine Computerausstattung für die Klasse brauchen. Ein sehr interessantes Projekt, wir haben es jeweils pro Standort mit 2 Lehrkräften ausgearbeitet und mittlerweile an 27 Grundschulen in NRW gestreut und ausprobiert. Was wir da entwickelt haben, sind 3 verschiedene Module. Das erste Modul in Aachen nennt sich erstmal Digitale Welt, das klingt sehr weit, darauf gehe ich gleich auch näher ein. Aus Paderborn ist das Modul zur Robotik noch dazugekommen und aus Wuppertal die Kryptologie. Ja, wie sieht denn jetzt sowas aus, was wir da ausgestaltet haben? Jedes der 3 Module umfasst 7 Unterrichtsstunden, so ist es erstmal angesetzt, das können aber natürlich Lehrkräfte auch ganz anders gestalten. Wir im Schülerlabor bieten es halt relativ als Block an, weil wir meistens Tagesworkshops machen. Manche Lehrkräfte haben es in der Projektwoche, andere in der AG umgesetzt, da ist jeder ganz frei, aber so vom Konzept her sind es ungefähr 7 mal 45 Minuten Stunden, über die wir reden. Und so vom Ablauf her ging es da erstmal darum, dass Kinder verstehen lernen, wie passen diese riesigen Datenmengen, wie passen diese Sachen denn überhaupt in diese wahnsinnig kleinen Geräte? Und das sind Fragen, die bringen die Kinder auch mit. Wieso passen so viele Fotos auf ein Smartphone oder auf einen USB-Stick? Und dann haben wir uns damit beschäftigt, wie denn diese Daten übertragen werden. Gerade seit die meisten Geräte kabellos übertragen, ist das erstmal ziemlich magisch, wie denn so ein Video von einem Gerät aufs andere kommt und wo das überhaupt ist.
Und da gibt es auch viele Vorurteile. Also gerade mit dem Wort Cloud haben wir da, glaube ich, einiges angerichtet an Vorstellungen, dass jetzt plötzlich Daten ohne jegliche physikalische Effekte im Himmel herumschwirren. Also starten tun wir da mit einer Form von QR-Codes. Da geht es erstmal darum, dass die Kinder überhaupt solche Codes im Alltag suchen. QR-Codes sind ja mittlerweile ziemlich weit verbreitet und die Kinder bringen erstmal einfach Produkte mit. Das können auch teilweise die Gätchen-Codes, also die Strich-Codes sein. Es geht einfach darum, mal so Codierungen zu sammeln und mit den Kindern zu diskutieren, was denn da so hintersteckt. Und die sind meist ganz schön überrascht, da man die ja mit einem gängigen Smartphone, mit der passenden App heute jederzeit auslesen kann, diese Codes, was man da alles so reinstecken kann. Und das interessante Thema für die Kinder ist dabei auch, wie viel von so einem Code kann ich denn zum Beispiel kaputt machen? Und er ist immer noch lesbar. Also es wird schon klar, da muss ja irgendein Mechanismus drin stecken, dass nicht jede einzelne von diesen schwarzen und weißen Pixeln entsprechend entscheidend ist. Und da stellen die Kinder auch ganz interessante Fragen. Und dann gucken wir uns an, wie wird denn überhaupt so eine Zahl im Computer dargestellt? Das ist auch eine Idee aus diesem Computer Science Unplugged Programm, dass man erstmal mit Zahlen beginnt und die in Nullen und Einsen umwandelt. Die Geschichte mit Nullen und Einsen bringen viele Kinder schon mit. Also dass der Computer damit irgendwie rechnet oder mit Strom an, Strom aus, das haben die eben schon mal gehört. Aber Zahlen sind natürlich nicht genug. Wir machen dann mit Buchstaben weiter. Das kann man sich mit so einer aber sehr vereinfachten ASCII-Tabelle noch ganz gut vorstellen, wie das funktioniert. Aber spätestens bei einem Bild kommen die meisten dann schon sehr ins Grübeln, wie denn jetzt so ein Bild in Strom an, Strom aus umgewandelt wird. Und da gucken wir uns dann zum Beispiel einfach so ein Logo an und versuchen immer weiter rein zu zoomen. Also legen so einen Zoom-Effekt darauf, kann man auch erstmal tatsächlich mit einer Lupe machen, wenn man einen nicht allzu gut gedrucktes Foto hat, sieht man dann an einer gewissen Stelle, dass da einzelne Pixel draus entstehen und wenn man eben noch ein bisschen näher rangeht, bis zu einem einzigen Pixel wirklich, den man sich dann anschaut und der im Grunde wieder nichts anderes als eine Zahl ist in einer Tabelle, wo der Computer dann die entsprechende Farbe findet. Die kann man wieder in eine Binärzahl umwandeln und der entscheidende Schritt für die Kinder ist, wie groß ist eigentlich so ein Bild? Also die haben gar keine Vorstellung natürlich davon, wie viele Pixel und damit wie viele Nullen und Einsen brauche ich denn überhaupt, um ein einziges Logo in dem Fall zu übermitteln. Und dann wird einem auch langsam klar, was passiert, wenn man sich ein YouTube-Video im Internet anschaut. Also was für eine riesige Datenmenge da in schnellster Zeit übertragen werden muss. Und das finde ich auch immer schon sehr beeindruckend. Und genau damit geht es weiter mit dem Thema Datenübertragung. Alle Kinder, denen ich begegnet bin, dritte, vierte Klasse machen wir das Programm, haben in irgendeiner Form schon Daten übertragen. Sie werden es niemals so nennen, aber sie haben schon irgendwelche Nachrichten verschickt oder sich eben irgendwas im Internet angeguckt. Und auch da kann man dann mal schauen, wie funktioniert das eigentlich? Wie werden denn jetzt diese Nullen und Einsen hier dargestellt als Glühbirnen? Das ist bei uns immer ein ganz gutes Verdeutlichungsbeispiel. Wie werden die denn in erster Linie über ein Kabel, das ist immer noch ein bisschen einfacher zu erklären und darzustellen, als es dann nachher per WLAN oder Funk der Fall ist. Aber wie werden die denn übertragen? Was kommt am anderen Ende an? Und wie kriege ich dann daraus wieder meine Originalnachricht, mein Video, mein Bild? Und dazu haben wir zum Beispiel so ein bisschen was gebaut. Wir haben kleine Schalter und LEDs verbaut. Das funktioniert so, dass jeweils zwei Kinder sich Nachrichten zuschicken. Das heißt, ein Kind hat die Box mit den Schaltern vor sich und getrennt davon oder Rücken an Rücken sitzt das zweite Kind, was nur die Box mit den Lämpchen vor sich hat. Und so werden da Nachrichten in Form von Buchstaben, wie gesagt, das ist eine vereinfachte ASCII-Tabelle, die wir da benutzen, werden da Nachrichten verschickt. Und spätestens bei ganzen Worten oder wenn man versucht, einen Satz zu verschicken, passiert, was passieren muss, nämlich es passieren Fehler. Das ist völlig normal, das ist beim Menschen normal, aber eben auch beim Computersystem. Ja, was wir hier noch zum Beispiel gebastelt haben, ist so ein Papier-Laptop. Da eben Vorgabe des Ministeriums war, dass es erstmal ohne Technik war. Auch da hat man also Möglichkeiten, sowas zu ersetzen und die Kinder waren super begeistert davon und haben dann auf diesem Papier-Laptop sich Nachrichten gegenseitig verschickt. Ja, das letzte Thema der Reihe, wie gerade schon erwähnt, die Fehlererkennung. Das ist auch ganz spannend, was passiert also, wenn Datenpakete verloren gehen oder sich irgendwie verändern.
entweder manipuliert werden oder einfach aufgrund technischer Probleme verändert werden. Und das kann natürlich nicht nur bei Menschen passieren, sondern auch bei technischen Systemen an sich. Und dann thematisieren wir zum Abschluss der Reihe noch so Fehlererkennungsmechanismen. Da gibt es auch aus dem Computer Science Unplugged Programm einen ganz tollen, die nennen das Zaubertrick, wo man mit Prüfbits Gedanken lesen kann. Das funktioniert dann entsprechend, dass man ein Feld von roten und blauen Zetteln, können Nullen und Einsen, kann gelb und grün sein, wie auch immer. Und man durch Prüfbits dann natürlich abfangen kann, wenn ein einziger Zettel verändert wird, dass dann jemand, der den Trick natürlich kennt, diesen Zettel dann herausfindet. Und das ist dann ganz beeindruckend für die Kinder. Ja, und als Überleitung für das nächste Modul zur Robotik geht es dann nicht nur darum, dass man Prüfbits bei Nachrichten hat, weil man ja natürlich gerne möchte, dass seine Nachricht korrekt ankommt, sondern noch viel wichtiger, dass wenn etwas gesteuert wird, da darf natürlich auch kein Fehler passieren. Wenn der Roboterarm in der Industriestraße plötzlich die Fenster des Autos zerstört, statt sie einsetzt, das wollen wir natürlich nicht. Und da kann man dann mit den Kindern thematisieren, ja, was so Maschinen können, sollen, dürfen und was passiert, wenn Fehler auftreten. Und da steuern die Kinder dann einen Papierroboter durch ein Labyrinth, in dem sie sich gegenseitig eben den Weg vorprogrammieren. Also programmieren im Sinne von Papier. Und das ist dann für uns die perfekte Überleitung zu dem zweiten Modul der Robotik. Das kann man sich, glaube ich, ganz gut vorstellen, was da passiert. Auch hier haben die Kinder also einen Papierroboter, der durch ein Labyrinth gesteuert wird, hier an verschiedenen Zäunen vorbei und immer bis zu dem Blumentopf laufen möchte. Und wie kann man sich jetzt dieses Programmieren ohne Computer vorstellen? Das sieht dann zum Beispiel so aus. Also wir haben Befehle einfach auf farbige Kärtchen gemalt, wir haben die ausgeschnitten und die Kinder können dann in Gruppen wirklich ihr erstes Programm auf dem Boden in der Klasse legen. Sie haben riesigen Spaß daran, sich oder vor allen Dingen die Lehrkraft zu programmieren. Also das macht ganz schön Spaß, wenn man sich überlegen kann, wer dann wo im Raum rumlaufen soll oder welche Arm- und Beinbewegungen denn gemacht werden sollen. Also die Kinder sind dann sehr, sehr schnell dabei, sich auch eigene Befehle auszudenken und so sich gegenseitig über den Schulhof zu programmieren. Was noch weitere Ideen für die Grundschule sind, da oben kann man schon die Zaubertricks erkennen. Wir haben zum Beispiel alte CDs aneinander geklebt, um verschiedene Binärgewichte sind das in dem Fall zu erstellen. Die verschiedenen Kryptografieverfahren kamen gerade schon. Also wenn Grundschulkinder da sind, ist es in 2 der 5 Angebote, die wir für diese Altersgruppe haben, so, dass erstmal gar kein PC im Raum auf den Tischen steht, was für viele Kinder auch erstmal verwunderlich ist, weil sie kommen in ein Informatikschülerlabor und sind dann überrascht, was da so passiert. Und dann ist immer die große Herausforderung, am Ende diese Kurve zu schließen, damit den Kindern eben dennoch klar ist, was diese ganzen Algorithmen, strukturierten Überlegungen mit unseren Informatiksystemen im Alltag denn zu tun haben. Und ja, es steht hier schon drauf, das gilt nicht nur für die Materialien, das gilt für alle Materialien, die wir erstellen. Wir stellen die auf unserer Webseite. Ich habe auch ein paar Flyer mitgebracht, ich gebe die gerne einfach mal hier rum. Nehmen Sie sich gerne einen mit, man kann alle Materialien auf unserer Webseite frei herunterladen. Man darf die auch verändern, anpassen. Also wenn man mit Schülerinnen und Schülern ähnliche Workshops machen möchte, ganz herzlich eingeladen. Ja, auf der anderen Seite, wir haben jetzt viele Unplugged-Möglichkeiten, also ohne Informatiksystem gesehen und gehört. Jetzt möchte ich noch auf die Möglichkeiten mit Informatiksystemen eingehen. Und auch da gibt es seit ein paar Jahren wahnsinnig viel Software und Hardware, die speziell für Kinder, auch sehr junge Kinder entwickelt wurde und ihnen das Programmieren lernen näher bringen möchte. Und da unterscheiden wir nochmal in 2 Kategorien. Man kann einmal rein mit Software arbeiten, das heißt, sobald man irgendein Informatiksystem zur Verfügung hat, sei es ein Laptop oder ein Tablet und für die meisten allerdings einen Internetzugang, kann man damit loslegen. Es gibt aber auch noch zusätzliche Hardware, die speziell für die Altersgruppe erschaffen wurde. Auf der Software-Seite, wir haben eben schon was von Scratch gehört, in der Richtung gibt es viele Ideen, es gibt sogar eine Scratch-Junior-Variante, das ist eine App fürs Tablet, kostenfrei, auch für die gängigen Betriebssysteme erhältlich und das sieht man oben auf dem Foto, damit können Kinder sogar komplett ohne die Sprachbarriere
schon kleine interaktive Geschichten, Minispiele programmieren, indem sie diese bunten Blöcke, die man sieht, zu einem Programm zusammenfügen. Also ohne, dass man das einprogrammieren muss, wie wir es kennen, also über Text, können die Kinder da schon was programmieren. Die zweite Stufe wäre dann zum Beispiel Scratch oder Snap. Das sind sehr ähnliche Programmierumgebungen, die auch im Browser laufen. Man muss gar nichts dafür installieren. Man kann das einfach kostenfrei nutzen. Um es zu speichern, muss man sich dann entsprechend anmelden, aber man kann es auch erstmal so ausprobieren. Und das Tolle ist, mit diesen Umgebungen können die Kinder extrem kreativ sein. Die können sich eigene Geschichten ausdenken. Wir haben mit einer Grundschulklasse zum Beispiel mal die Geschichte von Aachen in Bildern programmiert. Die Kinder haben die Bilder selber gemalt. Wir haben die dann abfotografiert und in diese Software reingebracht, sodass man, uns gibt es so eine Geschichte um den Aachener Dom und den Teufel, sodass die Kinder das dann animieren können, den Teufel bewegen, sprechen lassen, mit Musik unterlegen, was ihnen gerade einfällt. Und da gibt es wirklich ganz viele Programmierumgebungen, die dazu einladen. Hier nochmal ein kleines Beispiel mitgebracht, so kann man sich das vorstellen. Also auf den Tablets ist dann diese Scratch Junior App und so sehen unsere Herausforderungen, so nennen wir das aus, also praktisch so eine Art Arbeitsblätter. Und die kann man eben auch auf der Webseite alle runterladen. Da werden die Kinder dann ein bisschen angeleitet, was sie mit der Software vielleicht entwickeln möchten. Hier in diesem Beispiel wird zum Beispiel jetzt ein Wettrennen programmiert zwischen einer Krabbe, einem Affen und einem Eisbären. Aber die Kinder können dann natürlich selber ganz kreativ werden. Ja, wir an der RWTH haben nicht nur Lehramtsstudierende, wir haben auch Informatikstudierende. Und die binden wir auch noch ins Schülerlabor ein und programmieren mit denen zusammen Lernspiele. Also seit 3 Jahren programmieren wir in Software-Projektpraktika kleine Lernspiele, die auch auf unserer Webseite erreichbar sind, mit denen Kindern erstmal, ohne dass sie wirklich einen ganzen Workshop besuchen, sondern so in 10 bis 20 Minuten verschiedene Aspekte. Hier unten sieht man diesen Zaubertrick, den ich eben versucht habe zu schildern mit dem vorgegebenen Muster und den Prüfbits, wo man verschiedene Spiele einfach mal ausprobieren kann, kann man auch zu Hause am PC oder auf einem Tablet spielen. Das waren die Ideen zur reinen Software angeboten. Auf der anderen Seite, in die falsche Richtung, gibt es noch die Möglichkeit, zusätzliche Hardware zu beschaffen. Und was da in den letzten Jahren auf den Markt gekommen ist, das ist ein wahnsinnig breites Angebot. Wie man sich das vorstellen kann, bei uns die 2 beliebtesten Roboter sind einmal der Cubetto, der ist sogar mit der Zielgruppe der Kitas entwickelt worden. Auch da komplett, ohne dass man lesen oder schreiben können muss. Die Befehle bestehen aus diesen Holzbausteinen, die man auf so ein Programmierbrett anordnet. Der kann auch in erster Instanz nichts anderes als geradeaus fahren, sich nach rechts und links drehen. Und man hat dann eine entsprechende Plane, auf der der Roboter fährt. Und auf der rechten Seite, Dash und Dot nennen sich die beiden, das ist schon ein bisschen komplexeres Robotersystem, die man mit verschiedenen Tablet-Apps programmieren kann. Also auch die wachsen so ein bisschen mit. Man kann die Schwierigkeit da bestimmen. Und das Ganze wird dann tatsächlich über Bluetooth in dem Fall übertragen und der Roboter führt dann das Programm aus. Das Tolle an diesem System ist, dass die Kinder frei selber ausprobieren können. Also sie können etwas programmieren, ohne dass sie vielleicht wissen genau, was es tut, drücken auf den Knopf und der Roboter führt es aus und können so selbstständig lernen, ja, wo wollte ich denn überhaupt hin, wollte ich um ein Hindernis herumfahren und das Ganze frei ausprobieren. Auch da, das sind wie gesagt die Favoriten, die bei uns im Schülerlabor von den Kindern bevorzugt werden, aber es gibt wahnsinnig viele verschiedene Angebote auf verschiedenen Niveaustufen. Manche sind auch etwas mehr ja, Elektronik, physiklastiger, mit denen man was bauen kann. Das sind zum Beispiel hier diese Little Bits unten, da baut man ganze Schaltkreise, die man aber auch programmieren kann. Und oben auf dem Bild, das ist Lego WeDo, also von der Lego-Familie gibt es neben diesen Mindstorms-Robotern, die viele vielleicht schon kennen, auch ein spezielles Grundschulprogramm, das nennt sich dann WeDo, funktioniert aber genauso. Man baut einen Roboter auf und kann ihn dann entsprechend programmieren. Ja, und zu dem ganz vielen mehr gehört seit anderthalb Jahren, würde ich fast sagen, der eben schon genannte Calliope Mini. Auch der ist natürlich an uns nicht vorbeigegangen. Auch zu dem bieten wir mittlerweile Workshops an. Das ist dieser sternförmige Mikrocontroller, auf dem, um dieser Diskussion schon vorwegzugreifen, im Gegensatz zu Arduino und Raspberry Pi, einfach sehr viele Sensoren schon aufgelötet sind.
Also es geht hier nicht so sehr darum, dass man wirklich mit Kabeln und einzelnen Sensoren sich ein eigenes System baut, sondern man kann dieses fertige System erstmal nutzen, wie es ist. Und in den Projekten mit unseren Grundschullehrkräften kann ich nur sagen, wenn wir es schaffen, in die Grundschule so ein Gerät zu bringen, dann muss es in dieser Art funktionieren. Also es muss einfach aus der Kiste raus, auspackbar, ich verteile es im Raum. Einzig halt noch ein USB-Kabel muss mit ausgeteilt werden, weil es wird halt am Rechner oder am Tablet programmiert und dann das Programm auf den Calliope übertragen, der das dann aber nachträglich wie ein Mikrocontroller autonom ausführt. Also man kann dann ein Akku-Pack anschließen, man kann das Ganze mitnehmen, in die Tasche stecken. Wir haben verschiedene Tiere gebaut, wir haben aber auch einen Zähler zum Seilchenspringen zum Beispiel gebaut. Also man kann da ganz kreativ sein. Unten sieht man die Programmierumgebung. Auch für die muss man noch nicht allzu gut lesen und schreiben können. Man hat halt hier schon die verschiedenen Kategorien, aber die Befehle an sich sind wieder sehr anschaulich und man kann das Ganze wieder sehr schön ausprobieren. Ja, was wir seit nicht allzu langer Zeit anbieten, sind Family Days. Wir haben einfach gelernt, dass wenn die Kinder von uns von so einem Workshop begeistert nach Hause kommen und zu Hause das Ganze aber nicht auf fruchtbaren Boden fällt, dann ist von dieser Begeisterung ganz schnell nicht mehr viel übrig. Und deswegen laden wir die Eltern und auch Großeltern mit ein, zu uns ins Schülerlabor zu kommen und einfach mal einen Samstagnachmittag da mit den Kindern zu verbringen und zum Beispiel diese Robotiksysteme zu programmieren oder jetzt demnächst auch den Calliope auszutesten. Ja, auf den Bildern sehen Sie, wie das Ganze dann aussieht. Also die Kinder haben die Maus oder das Tablet in der Hand, die haben also immer die erste Position und die Erwachsenen sitzen dann daneben, was manchmal auch dazu führt, dass die Drittklässlerin zu ihrem Vater sagt, Mensch Papa, wieso verstehst du das denn nicht? Ich möchte doch jetzt weitermachen. Und zwar hatte sie einfach schon viel schneller diese Umrechnung in Binärzahlen raus, als der Vater, der vielleicht auch eine ganze Weile kein Kopfrechnen mehr geübt hatte. Und das sind dann ganz tolle Momente, wo die Kinder sich natürlich sehr kompetent fühlen, das auch weitergeben können und so auch mit den Eltern zusammen Zeit in der Informatik, in der digitalen Welt verbringen. Das waren unsere Einstiege für die Grundschule, wobei man die sicherlich auch mit Fünft- und Sechstklässlern noch sehr, sehr gut durchführen kann. Ich möchte trotzdem noch ein paar weiterführende Ideen hier angeben, zu denen wir auch Materialien bereitstellen, zu denen wir auch Workshops anbieten. Das ist einmal Scratch, das ist, würde ich sagen, so in Deutschland und international das weit verbreitetste Software-Tool, mit dem Kinder grafisch, also mit solchen Programmierbausteinen, programmieren lernen können. Es gibt aber auch den App Inventor, den setzen wir vor allen Dingen für ein bisschen Ältere ein. Ähnliche grafische Sprache, ein bisschen komplexer, aber man kann dafür eigene Smartphone-Apps entwickeln. Und das ist natürlich eine Motivation, also wenn so ein Siebtklässler zu uns ins Schülerlabor kommt und nach 5 Stunden mit einer eigenen Smartphone-App, vorausgesetzt, er hat ein Android-System, das muss man dazu sagen, für iOS gibt es das auch, kostet aber mit einer eigenen programmierten Smartphone-App nach Hause gehen kann und die Freunden oder der Familie zeigt, das ist natürlich ein ganz tolles Erlebnis. Und als letztes noch die Lego Mindstorms, ich denke, die sind mittlerweile ziemlich weit verbreitet, auch in einigen Schulen gibt es die schon, gibt es auch verschiedene Umgebungen, ob man die grafisch programmiert oder textuell, ist dann so ein bisschen der Schülergruppe überlassen. Was wir auch dank unserer Informatikstudierenden gemacht haben, wir haben Simulatoren gebaut, unter anderem zu dem Lego Mindstorm, denn das Problem, wenn man zusätzliche Hardware einsetzt, ist immer die, dass die Kinder das nur in der Schule oder in dem Workshop nutzen können. Weil die wenigsten haben halt zu Hause diesen 400-Euro-Roboter stehen. Und so haben wir zumindest die Möglichkeit geschaffen, dass man in so einem Simulator das programmieren kann. Seit, ich glaube, 2 Jahren gibt es das auch von Roberta selber, gibt es so einen Open-Roberta-Editor, mit dem man programmieren kann und das ganze Programm entweder auf den Lego Mindstorm aufspielt oder in so einem Simulator den Roboter dann entsprechend fahren lässt, sodass die Kinder auch zu Hause, auch wenn es natürlich nicht ganz so viel Spaß macht wie mit dem echten Roboter, das Ganze weiterführen können. Ja, und was wir für die Mittelstufe sehr gerne anbieten, beziehungsweise was sehr gerne angenommen wird,
ist unser Modul Informatik in Leitend, nennt es sich. Da geht es jetzt wirklich um die Arduinos, also die sehr vielseitig einsetzbaren Mikrocontroller, bei denen sich die Kinder und Jugendlichen wirklich eigene Projekte ausdenken können, die sie dann mit verschiedenen Sensoren, die man selber verkabelt, umsetzen. Das Ganze gibt es sowohl als 6 Stunden, so ein Schnupperkurs, als auch wirklich als ganzes Feriencamp. Mit diesen Mikrocontrollern würde ich sagen, ist fast keine Grenze gesetzt. Da kann man große Projekte in Teams mitmachen. Wir haben auch viele Schulen, die bei uns einen Schnupperworkshop machen und das dann in der Schule über ein ganzes Schulhalbjahr weiterführen können. Und weil das so beliebt war, haben wir dazu auch eine Online-Fortbildung für Lehrer, interessierte Eltern oder sehr motivierte Schülerinnen und Schüler gemacht. Also haben ganz viele Lernvideos dazu gedreht, wie man mit den verschiedenen Sensoren arbeitet, wie man die auch programmiert. Beim Arduino muss man sagen, da ist halt manchmal schon eine Bibliothek zum Beispiel nötig. Also da wird es einfach schon ein bisschen komplexer, was man braucht, damit das System am Ende lauffähig ist und das, was man sich als Projekt vorgenommen hat, auch wirklich dann umsetzt. Das machen wir sogar noch bis in die Oberstufe hinein, also wirklich mit allen Programmieranfängern. Die Programmiersprache ist so ein C-Derivat, also da lernt man dann im klassischen Sinne wirklich programmieren, wie man das professionell gewohnt ist. Ja, als letzten Ausblick möchte ich ein paar unserer Erfahrungen mitgeben. Wir sitzen an der Uni, das heißt natürlich, wir machen keine Experimente an Kindern, aber wollen das Ganze schon ein bisschen erforschen, haben das also fleißig evaluiert, die Workshops, die wir da gemacht haben. Und die habe ich jetzt hier mal mitgebracht. Wir haben neben dem Schülerlabor Infosphere noch ein Projekt Go4IT. Da geht es, ist ein spezielles Mädchenförderprojekt und haben im Infosphere rund 1300 Schülerinnen und Schüler befragt. Und im Projekt Go4IT über 3000 Schülerinnen, das sind Mädels der 6. und 7. Klasse. Und ja, was ist da so rausgekommen? Was wollen denn die Kinder und Jugendlichen? Und erstmal zu den Prioritäten. Eine Priorität überwiegt relativ eindeutig, sie wollen neue Technologien kennenlernen. Also das fordern die Schülerinnen und Schüler ein. Wobei man da dazu sagen muss, das sind vor allen Dingen die Schüler, die das möchten. Die Mädels haben manchmal ein bisschen andere Ideen, was die vor allen Dingen gerne möchten. Das sind so Knobelaufgaben, die möchten gerne Probleme lösen. Und sie möchten es auch gerne präsentieren. Also wer Workshops anbietet, die vor allen Dingen auch Mädels ansprechen sollen, kann ich nur empfehlen, dass zumindest am Ende des Workshops immer so eine Präsentationsphase da ist. Also denen ist das wichtig, dass ihre Ergebnisse nicht nur für sich in ihrer kleinen Gruppe, sondern auch wirklich für Lehrer, Eltern, wen auch immer man einlädt, sichtbar werden. Wir haben die Module bewerten lassen. Wir haben festgestellt, dass vor allen Dingen diese für Einsteiger, und das sind die, die ich hier heute präsentiert habe, ganz hoch abschneiden. Es gibt so ein bisschen einen Fall in der Oberstufe. Das liegt daran, weil wir ja eben auch ein realistisches Bild der Informatik vermitteln wollen und da zum Beispiel auch die Mathekenntnisse nicht ganz ohne sind, die man braucht. Also wir haben zum Beispiel ein Modul, da programmiert man einen Game Controller, also über einen Lagesensor, wie er bei der Wii dabei ist. Und da geht es dann schon Richtung Vektorrechnung, aber im dreidimensionalen Raum sich zu bewegen mit 3 Achsen, das wird dann auch mathematisch schon ganz schön anspruchsvoll. Und da merkt man, dass dann die Begeisterung von manchen, die unbedingt vorher Computerspieleentwickler werden wollten, vielleicht doch ein bisschen zurückgegangen ist oder sie zumindest da mal drüber nachgedacht haben. Was wir auch gemessen haben, ist, was kommt denn bei den Kindern besser an? Wollen die Plugged- oder Unplugged-Module? Und ich kann aus den Ergebnissen nur sagen, das ist egal. Es spielt keine Rolle. Es sind auf den ersten 3 Plätzen genau 3 Module gelandet, wobei 1 komplett unplugged ist. Das ist das Modul, wie funktioniert das Internet. 1 ist die App-Programmierung mit dem App-Inventor, also in erster Linie mit Software, wobei man es eben auf ein Smartphone übertragen kann. Und auf der 3. Ebene sind die GoFight-Workshops, das sind eben die Workshops mit den Lego Mindstorms-Roboter, also die auch zusätzliche Hardware noch drin haben. Und alle 3 haben hervorragend abgeschnitten, also ich würde da keine klare Empfehlung geben, mit, ohne oder nur mit Software zu arbeiten. Wir haben auch mit dem Simulator, den ich eben gezeigt habe, gemessen, was passiert denn, wenn Kinder mit einem echten Robotiksystem arbeiten oder mit so einem simulierten. Und auch da gibt es wieder Pro-Kontra für beide Seiten, dass der echte Roboter vor allen Dingen dazu einlädt, sich in das Werkzeug hineinzuversetzen. Das sieht man auch häufig, die Kinder laufen hinter dem Roboter her
gucken, wann muss er sich nach links, nach rechts drehen. Das ist für viele relativ schwierig, das über Kopf zu entscheiden. Also das Hineinversetzen ist mit dem echten Robotiksystem auf jeden Fall einfacher. Auf der anderen Seite ist die Angst, etwas kaputt zu machen, etwas falsch zu machen, da auch größer. Das heißt, in einem Simulator trauen sich die Kinder und Jugendlichen und vor allen Dingen auch die Mädels viel mehr zu. Also da gibt es nicht so eine Hürde, dass man sich erstmal sicher sein muss, bevor man das Programm überträgt, sondern man drückt einfach viel schneller auf den Knopf und sieht einfach, was der Simulator dann tut. Ja, als Zusammenfassung nochmal, für die Kinder in ihren Köpfen ist der Computer sehr, sehr stark mit der Informatik verbunden. Also wenn wir die Kinder fragen, und das tun wir vor den Workshops, was denkst du denn, was Informatik ist, kommt zu über 90% der Computer. Das ist ganz eng bei denen verknüpft. Deswegen kann es ganz geschickt sein, einen Unplugged-Ansatz zu wählen. Also erstmal, egal ob man jetzt als Lehrer oder in so einem Workshop ist, erstmal zu zeigen, was Informatik denn noch alles ist. Nämlich genau die Algorithmen, die Daten, die Vernetzung, was für Themen dahinter stecken. Die Kinder allerdings, wenn man die fragt, wollen natürlich sehr, sehr gerne mit digitalen Medien arbeiten. Die wollen mit einem Tablet, einem Laptop arbeiten, weil sie es vielleicht auch aus der Schule so nicht gewohnt sind und es was Besonderes ist. Also deren Priorität ist auf jeden Fall das Informatiksystem. Und ich denke, was man schauen sollte, gerade wenn jetzt diese Welle der Mikrocontroller kommt, auch mit dem Calliope Mini, dass wir noch so ein Gleichgewicht halten zwischen der Diskussion der wirklich technischen Aspekte und eben der informatischen Aspekte dahinter. Denn gerade wenn man mit dem Arduino arbeitet, kann ich aus Erfahrung sagen, bei den Projekten der Kindern ist es meistens ein technisches Problem, warum es am Ende nicht läuft. Also die Verkabelung, die Widerstände passen nicht, irgendwas hat einen Wackelkontakt oder sonst was, als dass es wirklich die programmiertechnische Herausforderung ist. Und als letztes noch, ja, wir müssen Rahmenbedingungen schaffen. Das versuche ich immer bei der Politik vor allen Dingen durchzusetzen. Und das ist eben nicht nur die Ausstattung. Das ist eine wichtige Komponente, gar keine Frage. Wir brauchen WLAN in den Schulen, wir brauchen auch Geräte, egal ob es jetzt Laptops, Tablets sind, an den Schulen. Aber wir brauchen auch das Personal, was damit umgehen kann und es möchte. Was wir also seit ein paar Jahren machen, ist eben auch Lehrkräfte zu Schulen fortzubilden, damit sie sich überhaupt zutrauen, diese Werkzeuge mit den Kindern und Jugendlichen einzusetzen. Denn das muss man mal sehen, die Lehrkräfte haben halt nur eine Chance. Die stehen da vor 30 Schülern und wenn das System nicht läuft, dann wird das sehr schnell sehr unangenehm. Also die brauchen entsprechend einfach die Kompetenz und Sicherheit, dass das funktioniert. Wir sind teilweise auch mit an die Schulen gegangen, gerade in den ersten Stunden, um erstmal zu gucken, wie kriege ich denn überhaupt alle Laptops ins WLAN. Vor allen Dingen, wenn das häufig in Grundschulen bei uns in NRW so gesponserte Geräte von irgendwem sind, die alle verschiedene Betriebssysteme haben. Also es ist schon eine ganz schöne Herausforderung und wir wünschen uns da so ein bisschen so einen IT-Hausmeister, der sich der Sache ein bisschen annähert, damit die Lehrkräfte auch wirklich wieder Unterricht mit dem Material machen können und nicht nur damit kämpfen, dass auch zumindest die Hälfte der Computer hochfährt, wenn man das Ganze möchte. Ja, an dieser Stelle bin ich am Ende von meinem Vortrag. Ich freue mich ganz herzlich über die Aufmerksamkeit und stehe allen Fragen, Ideen, sonst was zur Verfügung. Wer sie heute nicht loswerden möchte, kann das auch gerne nachträglich tun. Also da ist unsere Webseite und E-Mail-Adresse, Telefonnummer, ist auch auf dem Flyer drauf. Also sehr gerne auch im Nachgang melden, wenn noch Ideen sind. Aber jetzt bin ich erstmal offen für Fragen.